Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Das Meer der Seelen anzunehmen bei Chandvis Mondfeder im Schlund an dieser Position. Vorquest war auf den Fersen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Nun heißt es, die Wände Whisperwind gefunden. Ja, man darf anscheinend hier hinunterschwingen. Und ich weiß nicht, wann der beste Zeitpunkt, um diesen Rauchpfeil zu benutzen. Entweder davor oder nachdem man Aqua bekommen hat, keine Ahnung. Ich pulle mal ein bisschen was zusammen oder laufe einfach weiter. Okay, die Mobs sind noch nicht geedet. Und ich nutze mal jetzt diesen Pfeil. Da setzen die Mobs zurück. Und ich bin jetzt für ein paar Sekunden getarnt. So, jetzt bin ich wieder normal. Halte mich hier auf der rechten Seite und das Ganze sieht ganz gut aus bis jetzt. Da oben ist noch ein Mob. Okay, wo soll ich lang? Der Knopf hat noch Cooldown. Ich töte diesen Mob hier, einen einzelnen. Eigentlich kann ich auch einen Cooldown benutzen, einen großen. Ah, jetzt hat er dieses Schutzschild. Aber das sollte nicht viel aushalten. So. Und hier ist die Wande. Ja, jetzt sind die geedet und der Knopf ist verschwunden. Alles klar. Ich bekomme ziemlich viel Schaden von irgendwas. Ah. So. Nun heißt es, trefft euch mit Chandvis Mondfeder in Venavis Zuflucht. Nun könnt ihr hier entlang laufen. Da kommt ihr zu diesem Weg und könnt zu Venavis Zuflucht laufen. Oder aber, falls ihr euch erinnert, ihr habt mal eine Quest gemacht, die nannte sich Regel Nummer 1, einen Fluchtplan haben. Da habt ihr so eine Chiffre des Rückzugs gekauft. Falls ihr die noch habt, könnt ihr sie jetzt benutzen. Ansonsten müsst ihr den erwähnten Weg zurücklaufen. So viel Dunkelheit und Quest ist abzugeben bei Chandvis Mondfeder. Im Schlund an dieser Position. Hoppala. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. Eizocke, Ende.